Moin moin und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Hermann und beschäftige mich unter anderem mit Wildkamera, wie die hinter mir hier hängt. Das ist eine Qlife 953. Wenn es euch interessiert und ihr seid neu hier, lasst doch gerne ein Abo da. Und dass ihr nichts mehr verpasst, drückt auch das kleine Glöckchen. Über ein Like und oder einen Kommentar würde ich mich sehr drüber freuen. Aber kommen wir in diesem Video dazu, die Kameras auszuwerten. Ich habe zum Beispiel hier die Qlife. Die waren jetzt 3 Wochen hier im Wald, weil wir waren 14 Tage im Urlaub. Und diese Bilder möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich hoffe, es sind genügend geworden. Dann unterteile ich nochmal die Aufnahmen von der jeweiligen Kameras in jeweils 2 Videos. Und wenn da was Schönes bei ist, dann seht ihr es jetzt. Es kamen einige Aufnahmen zusammen, aber meistenteils ähnelten sie sich sehr stark. Und es waren meist auch wieder die üblichen Verdächtigen vor der Kamera zu sehen, wie hier das Rehwild. Der Dachs zeigte sich in den 3 Wochen nur einmal. Hier war wieder jemand sehr neugierig. Die Marderhunde haben sich natürlich auch gezeigt und es sieht auch so aus, ob sie hier ein Revier für sich gefunden haben. In einer weiteren Aufnahme sehen wir sie auch noch beide. Bei dieser Aufnahme kann man gut sehen, dass die Qlife bei geringem Licht so ihre Schwierigkeiten hat. Und wie man auch merkt, der Ton ist fast gar nicht vorhanden. Der Rehbock scheint an dem Ort sich sehr sicher zu fühlen und er legt sich erstmal zur Ruhe, also er legt eine kleine Pause ein. Das neue Gehirn scheint ihm immer noch zu jucken, wie man es hier gut sehen kann, dass er sich am Baum schubbert. Manchmal muss man genauer hinschauen, wo sich das Tier befindet, weil, wie hier, das Reh verschmilzt sehr gut mit der Färbung der Natur. Der Fuchs streifte auch wieder durch sein Revier und wie man gerade sehen konnte, ist der Baumstumpf wohl die Zeitung des Waldes.
Und hier ist wieder das kleine Waldmäuschen unterwegs. Dieses Reh scheint tragend zu sein, wie ich vermute, was man am dicken Bauch sehen kann. Hier sind die Ricke und der Bock unterwegs. Der Bock hat noch seinen Bast an dem Gehörn dran. Und wie man gut sehen kann, scheint er irgendetwas zu wittern. Und hier die Aufnahme, wo beide Marderhunde unterwegs sind. Hier sind zwei Aufnahmen, die kurz hintereinander gemacht wurden, wo die Kamera nicht entscheiden kann, ob sie den Nachtmodus oder den Tagmodus einschalten soll. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin alles Gute und bis bald.